Herzlich willkommen und so schön, dass du jetzt hier bist. In diesem Video machen wir ein ganz besonderes Rezept. Ein ganz besonderes Elixier, Lebenselixier würde ich fast sagen. Und ich glaube, Asterix und Obelix, die haben ursprünglich diesen Zaubertrunk getrunken, weil eben wenn du diesen Energy Shot, wie ich ihn nenne, also einfach frisch gepresster Grassaft, wenn du den in dein Leben integrierst und zum Beispiel jetzt einfach einmal für eine Woche lang täglich einen Shot davon trinkst und du kriegst von mir noch verschiedene Varianten. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wirklich den puren Shot, und im nächsten Video schauen wir uns dann an, die Delight-Methode sozusagen. Und wenn du den in dein Leben integrierst, dann bin ich echt gespannt, was sich alles tut bei dir, weil da hast du echt pure Lebensenergie. Also kurz einmal zu den Gräsern selbst. Wir machen diesen Grassaft wirklich aus Gräsern, Getreidegräsern. Da würde ich dir am Anfang und generell einfach empfehlen, zum Beispiel Kamut oder Emma, Zweikorn auch genannt. Mega, mega lecker und auch leicht zu ziehen. Hafergras schmeckt super. Dann gibt es auch noch Urroggen zum Beispiel. Absolut genial. Natürlich kannst du auch jetzt einfach einmal mit Weizengräsern beginnen. Würde ich dir aber generell nicht so empfehlen. Weißt du wieso? Weil es zu sehr einfach schon gentechnisch manipuliert ist und zu überzüchtet. Und ich würde dir wirklich so die Ursorten empfehlen. Da hast du einfach wirklich mehr davon. Ganz generell, what's the deal about grasses? Also diese Gräser, es ist absolut grenzgenial, weil du kannst sie dir zu Hause wirklich zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Klima ziehen und hast wirklich die ultimativen Superfoods. In Gräsern haben wir über 100 Elemente vom Periodensystem. Du findest alle möglichen Nährstoffe, Vitalstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und was auch absolut mega grandios ist, ist natürlich die Anzahl von Enzymen da drinnen. Und das Ann Whitmer Institute hat festgestellt, dass wir jetzt auch natürlich in Sprossen, Keimlingen, Mikrogrün und Gräsern eben auch bis zur 100-fachen Menge an Enzymen haben. Was ist so besonders dran? Enzyme. Ohne Enzyme könnten wir nicht leben, weil Enzyme sind Katalysatoren für alle möglichen Körperprozesse und vor allem die Verdauungsenzyme sind so, so, so wichtig, weil wenn du eben Sprossen, Mikrogrün und Gräser hast, die kommen mit jeder Menge Enzyme. Das heißt, die sind viel leichter für den Körper zu verdauen und sind auch wirklich, ja, also könntest du sagen, jetzt Anti-Aging-Nahrung oder heilende Nahrung. Sagen wir so, sie unterstützen einfach unseren Körper auf jeder Ebene bestens zu funktionieren. Und das ist wirklich die Basis für Gesundheit auf jeder Ebene. Und ein wirklich wertvoller Inhaltsstoff, vor allem beim Gräsern, ist eben Chlorophyll, das dem Blutfarbstoff Hämoglobin sehr ähnlich ist. Und dementsprechend wirken Gräser, also Grassäfte und eben dieses Chlorophyll blutbildend. Es also hat alle möglichen Vorteile. Ich könnte jetzt Ewigkeiten drüber sprechen. Es wirkt basisch auf unseren Körper. Es entgiftet, es hilft der Verdauung. Es gibt auch sowas wie einen Graseffekt, der anscheinend auch die Fruchtbarkeit unterstützt und ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Das Allerwichtigste ist einfach, dass du dir mitnimmst, das ist im Grunde Sonnenlicht, das du da trinkst. Das ist pure Energie und wir können vor allem auch in Gräsern, natürlich auch in Sprossen, Mikrogrün, auch Wildkräutern, alles was lebt, so also jeder lebende Organismus strahlt Biophotonen ab, also das ist wirklich Licht sozusagen und nimmt auch Biophotonen auf. Und die Zellkommunikation in unserem Körper generell funktioniert auch über Biophotonen. Und wenn wir oft sagen, in unseren Zellen herrscht Chaos, weil wir vielleicht Stress haben, weil wir vielleicht uns nicht gut ernähren. Du bist jetzt schon hier, also ich nehme an, du ernährst dich eh schon gesund. Und klar, es gibt immer noch ein noch besser und es gibt aber auch noch viel schlechteres. Aber hier und da kann schon einmal so stressig sein für unseren Körper, wenn wir falsch kombinieren. Und dann fängt es zu gern an, dann haben wir Blähungen, dann haben wir Stress im Beruf, hier und da mit der Family, was auch immer es sein möge. Und wenn auch bei uns alles passt, dann haben wir jetzt alle möglichen Umweltgifte und vor allem die ganzen EMF-Geschichten, Wi-Fi, 5G und so weiter, sind
permanenter Stress im Grunde für unseren Körper. Und das ist jetzt wichtiger als je zuvor, dass du wirklich auf dich schaust, dass wir alle auf uns schauen und dass unsere Aufgabe ist es auch, wenn die Welt da draußen verrückt spielt, ich sage, okay, wir können jetzt nicht reisen, wir können aber nach innen reisen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich unsere Aufgabe, dass wir nach innen gehen und wirklich einmal im Inneren aufräumen. Und da helfen uns eben auch so wirklich hochschwingende High-Vibe-Foods und der Energy-Shot, also der pure Grassaft, den wir jetzt auch gleich zubereiten. Das war eine lange Vorrede in dem Sinn. Aber ich finde es wirklich super, wenn du einfach den Background hast, damit du auch weißt, was das Ganze so besonders macht. Weil im Endeffekt brauchen wir immer das Warum, das uns dann auch dabei hilft, im Alltag das Ganze umzusetzen. Und da auch sein Thema, und bei mir war es ganz gleich, wahrgenommener Aufwand war beim Entsaften extrem hoch. Ich habe immer gesagt, oh na, da muss ich den Entsafter reinigen und so weiter. Gleich vorweg, du kannst einen Entsafter, einen automatischen Entsafter verwenden, du kannst einen händischen Entsafter verwenden. Ich glaube, der Händische ist vielleicht noch mehr um eine Minute schneller gereinigt. Es geht alles im Grunde ganz easy, wenn uns das einfach nur wichtig genug ist. Und deshalb die ganze Vorrede. Ich habe vorher auch schon einen Grassaft getrunken und wirklich der Hauptgrund, wieso ich dir das so ans Herz lege, ist, weil du dich echt so, weißt, so aufgeräumt, so frisch fühlst. So, kennst du das, wenn du am Strand, du warst gerade schwimmen im Meer und dann scheint die Sonne auf dich und du bist im Sand und du pulsierst ja nur so vor lauter Lebendigkeit. Und so fühle ich mich und fühlt sich so ziemlich jeder, den ich kenne, wenn er diese Grassäfte trinkt. Und das macht so einen Unterschied, wie du einfach täglich in die Welt gehst, wie du lebst, wie du dich fühlst, wie du mit deiner Umwelt umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie, also, ja, was du ausstrahlst. Und was du ausstrahlst, das kommt auch zu dir zurück. Also hat auch was mit Schwingung zu tun und was du so raussendest. Und ich kann echt nur sagen, wie wir uns ernähren, hat so eine Auswirkung drauf, wie wir uns fühlen. Und du kennst es sicher, wenn du mal zu schwer gegessen hast, ach Gott, ich kann dir ein Lied davon singen, ich kann gar nicht mehr am Abend essen, weil wenn ich am nächsten Tag aufstehe, dann, also bei mir gibt es meistens so um die Mittagszeit ein, zwei Mahlzeiten, am frühen Nachmittag vielleicht noch und dann passt das, aber das ist auch wieder ein anderes Thema und jeder so, wie es ihm passt. Du kennst es sicher, wenn du mal zu schwer gegessen hast am Vortag, stehst in der Früh auf und irgendwie schon einmal so, ja, du spürst, du bezahlst den Preis für den Genuss am Vortag oder was auch immer es war. Und beobachte es einmal wirklich, kennst du es, wenn dann echtes Lachen so schwer fällt, weil vielleicht, also bei mir ist dann oft auch noch das Gesicht angeschwollen oder whatever, wenn ich irgendwie total blöd esse und kombiniere und schwer und spät. Und das Lachen fällt einfach so schwer. Das ist so, als hätten deine Mundwinkel 200 Kilo. Lachen geht da gar nicht, ja? Und es hängt halt auch alles mit dem Darm zusammen. Und wenn wir da oft einfach, oder man sagt auch, was ist denn dir über die Leber gelaufen? Es gibt ja ganz viele, ja, Sprichwörter und Redewendungen, die das einfach schon direkt ausdrücken, was da einfach vergraben liegt sozusagen. Und das heißt ja, der Darm, im Darm liegt die Gesundheit und im Darm liegt der Tod. Und wir können entscheiden, was wir täglich machen. Und wenn du wirklich von diesem schweren Gefühl, von dieses, oh, das Lachen ist so schwer, oder ja, ich fühle mich so schwer, so als wenn ich bedrückt wäre, hin zu einfach, ah, ich bin befreit und ich bin beflügelt, trotzdem aber auch gegroundet und präsent kommen möchtest, dann kann ich dir die Gräser echt nur empfehlen. Also mich fragen oft Leute, hey, was hast denn du genommen? Oder, ne? oder mir sind schon oft Drogen angeboten worden, auch irgendwie bei Festivals oder was immer. Sag ich, na sorry, das wird mich nur runterbringen. Ich brauche das nicht. Ja? Weil wenn wir, ich glaube, und das ist auch meine Überzeugung und das weiß ich einfach auch, dass wir, wenn wir clean sind und wirklich in Alignment, also in Ordnung, geordnet, zentriert, mit allem verbunden, was ist, wenn du so möchtest, erwacht, da brauchen wir keine Hilfsmittel, wir brauchen keine Drogen, das geht alles von selbst. Und auch der Schlüssel ist natürlich dann auch zu meditieren, präsent zu sein und sich zu öffnen fürs Leben.
Und das ist echt das schönste Geschenk, wenn du dann einfach, was sind die Vorteile im Alltag, dass du, ich glaube, wir alle brauchen jetzt einmal weniger Stress, dass wir gelassener sind, geerdeter, dass wir gut funktionieren, weil in den meisten Fällen, auch wie die Rezepte, die Lebensmittelkombinationen oder auch so Gerichte, die dir oft im Fernsehen präsentiert werden oder in der Werbung, die Kombination von gewissen Nahrungsmitteln nacheinander wirkt nahezu wie ein Chemie, wie ein chemischer Cocktail in deinem Körper, wie eine Bombe, wo du ja gar nicht mehr klar denken kannst. Und deshalb, bei mir war es vor meinem Wake-up-Call wirklich so, es war alles nebelig, ich habe gewusst, es steckt mehr in mir, aber habe nicht wirklich gewusst, wo soll ich anfangen, wo soll ich hin, und dann halt alle anderen Programmierungen auch. Also du siehst, wir sind noch nicht einmal beim Rezept, aber es ist einfach so wichtig und so wertvoll, weil du wirklich täglich den Stimmzettel in der Hand hast, für wie du dein Leben leben möchtest und wie du dein Leben gestaltest. Und das ist nicht nur einfach, ja, esse ich das oder das oder das. Das ist wirklich, entweder du wählst die Aufwärtsspirale und du lebst und du kannst dich, dann kommen wir eben noch zum Vorteil des Ganzen. Du kannst dich richtig entfalten. Du kannst dich auf das Thriving, wie man auf Englisch sagt, konzentrieren und nicht auf das Surviving, ja? Und du hast wirklich täglich die Wahl, hey, wie möchte ich mein Leben leben? Und dann nimm dir lieber diese Schutzengel oder Assistenten zur Hand und diese Lebensmittel, die dein Leben in dir ja auch fördern, ja? Und im Vergleich zu Fast Food und Co., wo es eher eine Abwärtsspirale ist, wo wir dann einfach komplett blockiert sind. Und genau, ja, darum geht es mir. Also es ist eigentlich ein super kurzes Rezept mit langer Vorrede und kommt wirklich von Herzen. Ich kann es dir echt nur empfehlen. Es ist ein Life-Changer. In diesem Video, wie gesagt, machen wir den Energy Shot, also den puren Grassaft. Und dann im nächsten Video zeige ich dir noch eine ganz tolle Version, wie du das verdünnen kannst, weil auch das Pure ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Wenn Gräser neu für dich sind, würde ich wirklich sagen, definitiv eher mit Kamut, Emmer und so weiter beginnen. Definitiv nicht mit Gerste, weil Gerste ist zu einfach, sagen wir mal so, intensiv und sicher nicht für jeden, vor allem nicht, wenn du Einsteiger bist. Und gut, also kurz zur Info, die Gräser kannst du dir im Handumdrehen zu Hause ziehen, entweder in Erde oder auch ganz ohne Erde, in so Weizengras-Sieben, auf Kokosmatten, sogar auf Watte, wenn es nötig ist. Es geht wirklich alles. Hier habe ich so in so süßen Kokosnussschalen drinnen. Es ist wirklich alles möglich. Ich würde so zwischen 7. und spätestens 10 Tagen ernten, also je früher fast, desto besser. Grün muss es eben sein. Nicht zu spät, das ist wichtig, du brauchst es weder düngen noch irgendwas. Ich würde auch jetzt generell in der Küche immer Keramikmesser verwenden. Alles, was du zum Entsaften brauchst, ist eben ein sogenannter Slow Juicer, also ein langsam kauender Entsafter sozusagen. Das ist im Grunde, es gibt zentrifugale Entsafter und es gibt Slow Juicers. Und bei denen ist einfach die Umdrehung so gering, dass die Enzyme erhalten bleiben und die Vitamine und so weiter. Und so einen möchtest du. Dieser hier, das ist der absolute Luxusschlitten. Ich muss sagen, ich habe 10 Jahre darauf gewartet, bis ich ihn mir endlich gegönnt habe. Und es ist wirklich wert. Das ist der Angel 8500S. Der ist jetzt eben bei Keimling Naturkost, kriegst du. Diesen Luxusschlitten verlinke ich auch alles unter dem Video. Natürlich kannst du auch andere, weniger teurere Slow Juicers verwenden, die auch super funktionieren. Der Sana 707 finde ich derzeit noch immer wirklich einen der besten Modelle, den ich gerne empfehle. Oder dann natürlich auch einfach einen Handentsafter, wo du sagst, hey, einmal am Tag machst du einfach deinen Shot. Und das hat sich damit. Du kannst Gräser auch zu Smoothies dazugeben, allerdings wirklich nur in kleinen Mengen. Und das muss ein Hochleistungsmixer sein, damit die Zellwände aufgespalten werden und du wirklich auch alles von dem, was gut ist, bekommst in dem Sinn. Ja, und jetzt würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das literally 30 Sekunden Expressrezept jetzt gemeinsam. Also hier siehst du schon die Gräser. Die schneidest du wirklich so über dem weißen
Also ein bisschen von dem Weißen kannst du noch mitschneiden. Ganz, ganz, ganz wichtig. Hier ist jetzt wirklich alles clean. Da ist keine Spur von Schimmel mit dabei. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du niemals Schimmel bei deinen Gräsern hast, weil eben selbst wenn da unterhalb nur irgendwo klein Schimmel ist, die Schimmelsporen, die verbreiten sich. Und das kann ein Problem sein. Wieso? Weil viele sagen vielleicht jetzt, oh Gott, der Grassaft und jetzt habe ich Entgiftungserscheinungen. Diese Entgiftungserscheinungen können oft wirklich, also keine Ahnung, Kopfweh oder das ist einfach zu viel oder die wird schlecht und so weiter. Das kann schon auch von der Entgiftung sein, weil, also verstehe mich nicht falsch, das ist wirklich pures Licht für die Zellen und das ist hochkonzentriert. Also deshalb trinken wir am Anfang auch weniger und steigern dann die Dosis. In vielen Fällen ist es leider oft auch wirklich Schimmelpilz. Die Sporen, die halt dann raufgegangen sind. Solltest du wirklich viel Schimmel haben, weg damit, das Ganze auch dann desinfizieren. Wenn du ganz am Anfang kleine siehst, wo du einfach siehst, da könnte sich Schimmel bilden, gleich rausnehmen. Du kannst es auch ein bisschen besprühen mit Zitronenwasser zum Beispiel unterhalb und dann schauen, wie sich's weiterentwickelt. Aber wenn es zu viel ist, würde ich es echt nicht riskieren, weil Schimmel sehr gesundheitsschädlich ist. So, und da nehmen wir uns jetzt einen Tipp auch, das habe ich jetzt, also vorm wenn du es zum Beispiel in der Früh erntest, würde ich es wirklich auf Nacht noch einmal gut bewässern und gießen. Dann hast du auch mehr Feuchtigkeit und hast eine größere Saftausbeute. So. Zack, lasse ich noch ein paar Gräser für die Deko. So, und das Gras kannst du jetzt entweder einfach unter klarem Wasser durchspülen. Bei mir ist es echt clean, clean, clean. Also ich lasse das einfach so und das ist jetzt die Basis. Und wie gesagt, also Dinkelgras, Emmergras ist super. Du kannst auch Mischungen verwenden. And that's all we need. Und wenn es Weizen ist am Anfang, ist auch okay, weil Weizen ist leicht zu ziehen. Aber wie gesagt, das ist so überzüchtet, würde ich echt vermeiden. Gut, und auch Nahrung, jedes Lebensmittel hat eine Information für deinen Körper. Deshalb sind natürlich Wildkräuter absolut, oder auch wilde Gräser. Es gibt ja auch Raygras, das verlinke ich auch unter dem Video. Ist ja absolut genial, weil es einfach noch eine noch wertvollere Information ist. Alles, was wild ist, weil alles, was kultiviert worden ist und gezüchtet worden ist, da haben wir schon weniger sekundäre Pflanzenstoffe drin und so weiter und so weiter. Also das ist eine spannende Geschichte. Und fürs Chlorophyll ganz generell und natürlich alle weiteren Nährstoffe, die wir da drinnen haben, trotzdem noch genial. Und ich würde immer noch das, also Urweizen verwenden statt überzüchteten Weizen. Urroggen statt normalem Roggen. Ein oder zwei Korn und so Geschichten, ja? Gut, jetzt schalten wir unseren Angel Juicer ein und los geht's. Es ist so leicht, einfach nur das Gras rein. Und es kommt schon richtig grün raus. Wunderschön grün die Farbe, ist einfach ein Traum. Manchmal bildet sich oben auch so ein bisschen Schaum oder du kannst es dann auch hier rausfischen. Das ist die beste Gesichtsmaske überhaupt oder wenn du einen Sonnenbrand hast oder ich gebe ihn oft auf Narben rauf, aufs ganze Gesicht, Dekolleté, auf den ganzen Körper. Es ist einfach absolut genial. Wird auch in vielen Beauty Clinics verwendet. Ja, richtig, richtig toll. Und damit ist das Ganze auch schon fertig? Tschack! Der kühlt gerade noch. Hier hast du eben deinen Energy Shot. Einfach nur ein Gedicht. Wie gesagt, ich würde wirklich empfehlen, wenn das Ganze neu ist für dich, dann fang lieber mal so bei 10 Milliliter an, dann 20 Milliliter, dann 30 Milliliter, also 30 Milliliter, das ist eben ein Shot
Es gibt dann allerdings noch einen Geheimtipp, wie du natürlich auch mehr davon trinken kannst. Und das zeige ich dir im nächsten Video. Also das ist jetzt der Energy Shot, also der Grassaft Shot pur. Und im nächsten Video schauen wir uns an, wie du den verdünnt machen kannst, wie er wirklich jedem schmeckt, auch wenn jemand überhaupt nicht auf grün steht. Weil dieser hier, das ist wirklich ein wahres Elixier. Auch ich fühle mich manchmal nicht danach, den pur zu trinken, weil da musst echt in einem anderen Modus sein sozusagen. Er entgiftet stark. Wichtig ist immer auf nüchternem Magen, 20 Minuten danach einmal mindestens nichts essen und nichts trinken, dass der Körper das wirklich super aufnehmen kann. Das ist ganz wichtig. Und jetzt leise, jetzt können wir genießen. Ganz wichtig auch. Wow, dass er niemals irgendwie so schmeckt, also nie bitter oder modrig riecht. Er soll immer frisch riechen. Ich habe vorher im Entsafter ein bisschen Ingwer schon entsaftet. Das merke ich jetzt im Saft. Und ganz wichtig auch, ich würde den echt so Schluck für Schluck trinken und auch im Mund immer gut, also ja, verköstigen, weil ja die Verdauung schon im Mund beginnt. Und es entfaltet sich dann richtig ein Aroma. Also es kann manchmal sein, dass du am Anfang so machst und dann entfaltet sich's. So, das war auch schon der Energy Shot. Purer Grassaft vom Feinsten. Eben wichtig ist, dass du alles rumherum wirklich beachtest, dass du auch sicherstellst, dass es so wirklich auch ein Gesundheitsdrink ist in dem Sinn. Und wenn du sagst, na, das ist dir noch ein bisschen zu intensiv, kannst du das Ganze auch mit Wasser verdünnen oder auch mit Kokoswasser. Und im nächsten Video schauen wir uns eben an, wie du den Energy Delight Saft machen kannst. Und der ist vor allem perfekt für die ganze Family. Also auch so habe ich meinen Mann dazu gebracht, Grassäfte zu lieben. So kannst du auch Kinder in der Familie immer wieder ein bisschen reinschmuggeln. Und die Grassäfte in dem Sinn geben auch jedem Getränk, auch einem grünen Saft, eine süße Note. Also von daher wirklich perfekt. Gib mir natürlich auch Bescheid, wie es dir geht mit dem Entsaften, mit den grünen Energy Shots, möchte ich unbedingt wissen. Und als Challenge von meiner Seite, integriere diese Shots jetzt einfach einmal so für eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen, wenn du so richtig den Unterschied spüren möchtest in dein Leben. Zieh dir einfach genug Gräser zu Hause, also vielleicht einfach einmal so zwei, drei Tontöpfe und dann siehst du eh, wie viel du brauchst, wie viel du integrierst und so weiter. Jetzt so konkret zu sagen, wie viel du anbauen musst für so und so viel Milliliter, ist etwas schwierig, weil es immer darauf ankommt, auch welche Sorte, wie lang keimst du, baust du auf Erde an oder ohne Erde und so weiter. Also da einfach ausprobieren, schauen, wie es für dich passt und dann eben so deine Art und Weise und dein Lieblingsgras, ob es Kamut ist, ob es Emma ist, ob es Hafer ist, was auch immer es ist. Lass mich gerne wissen unter den Kommentaren. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe und im nächsten Video geht's weiter. Ciao!